Herzlich willkommen zu meinem vierten Video aus der Reihe Datenschutz und Datensicherheit. In diesem Video geht es jetzt um sogenannte Backup. Als erstes stellt sich die Frage natürlich, was man da sichern soll, worin das Backup besteht. Und da könnte man unterscheiden zwischen dem Betriebssystem inklusive der Daten oder nur die Daten, die man dann zum Beispiel verschlüsselt abspeichert. Dann sind wir beim Systemabbild. Beim Systemabbild geht es darum, dass man wirklich das komplette System, das heißt den kompletten Computer, zum Beispiel den kompletten PC, inklusive Betriebssystem, inklusive Daten, also genau wie er da ist, spiegelt, kopiert auf zum Beispiel eine neue Festplatte. Es werden also nicht nur bestimmte Dateien oder bestimmte Orten oder nur bestimmte Programme gesichert, dass man sie wiederherstellen kann, sondern wirklich das gesamte System. Ein Nachteil ist, dass diese Sicherungen sehr lange dauern. Jetzt sind wir bei der nächsten Art der Sicherung, ist das sogenannte Vollbackup, die sogenannte Volldatensicherung. Und da werden dann tatsächlich alle Daten kopiert. Nicht wie bitte beim Systemabbild, dass auch dann das Betriebssystem kopiert wird. Nein, in der Regel die Daten. Das dauert auch sehr lange und wird relativ selten durchgeführt. Wenn man eine große Anzahl von PCs hat, Computern hat, wird man nicht jeden Tag ein Vollbackup, eine Volldatensicherung machen. Wenn man dann mehrere Versionen anfertigt, das heißt, sagt am Montag zum Beispiel, wenn alle Daten gesichert, dann am Dienstag, dann benötigt man dementsprechend viel an Speicherbedarf. Ich habe jetzt hier eine Grafik vorbereitet und hier sieht man dann die sogenannte Volldatensicherung von so einer Planung. Wenn man das ablaufen könnte, so könnte man zum Beispiel sagen, am Dienstag erfolgt eine Komplettsicherung, am Montag machen wir keine Sicherung, am Mittwoch machen wir keine Sicherung und am Donnerstag gibt es wieder eine Komplettsicherung. Das heißt, wenn zum Mittag Mittwoch, sagen wir um 14 Uhr, es zum Totalausfall des Gerätes kommen würde, dann wäre im Prinzip die gesamte Arbeit dann weg, bis zu dem Zeitpunkt, wo man hier diese Komplettsicherung am Dienstag durchgeführt hat. Und dementsprechend würde dann hier dann immer alle 2 Tage zum Beispiel eine Volldatensicherung durchgeführt werden. In manchen Firmen oder in Privathaushalten findet das dann noch seltener statt und nicht zum Beispiel 3-mal in der Woche. Kommen wir zur nächsten Form der Sicherung, das sogenannte differenzielle Backup. Und da schaut es dann so aus, dass einmal ein Vollbackup erfolgt und dass das die Grundlage eben für dieses differenzielle Backup ist und dass danach dann, deswegen geht es auch rasch aus dem Vollbackup, nur dann die veränderten Daten kopiert werden. Ich habe das hier wiederum in einer Grafik dargestellt. An einem Montag wird die Komplettsicherung durchgeführt und am Dienstag werden dann nur die gegenüber dem Montag veränderten Daten abgespeichert. Man vergleicht also das, was am Dienstag gemacht wird, mit Montag und speichert es dann auf einem Datenträger. Am Mittwoch macht man dasselbe, am Donnerstag wiederum dasselbe. Vergleicht immer wieder mit der Volldatensicherung am Montag. Das heißt, wenn dann am Donnerstag in der Früh, bevor noch diese Datensicherung stattgefunden hat, der Computer kaputt gehen sollte, würde man auf einem neuen Computer dann die Daten einspielen vom Montag, es wäre die Komplettsicherung. Und würde zusätzlich dann die Veränderungen, die am Dienstag stattgefunden haben und die Veränderungen, die am Mittwoch stattgefunden haben, dann aufspielen und hätte dann praktisch nur in den wenigen Stunden, die man am Donnerstag gehabt hat, dann den dementsprechenden Datenverlust. Das würde dann wiederum weitergehen, wenn man dann am Freitag dann zum Beispiel wieder eine Volldatensicherung macht, würde man am Samstag dann schauen, am Sonntag dann schauen, inwiefern es eben dann Veränderungen gegeben hat. Kommen wir zur nächsten Form der Sicherung, das ist dann die inkrementelle Sicherung. Da geht es darum, dass wieder am Anfang ein Vollbackup gemacht wird. Dann kommt dann im Prinzip dann es wieder zu einem Backup und da schaut man dann, welche Daten sich verändert haben gegenüber der Komplettsicherung. Am ersten Tag und am zweiten Tag gegenüber der Sicherung, die am Tag davor stattgefunden hat. Das heißt, wenn man sich das hier anschaut, wird am ersten Tag eine Komplettsicherung stattfinden. Am zweiten Tag schaut man dann, was war eine Veränderung gegenüber dem Vortag, speichert das dann ab. Und dann vergleicht man nicht, wie hier oben bei der differenziellen Datensicherung, immer mit der Komplettsicherung, nein, man vergleicht immer mit der Sicherung vom Vortag. Das heißt, die Komplettsicherung gibt es, dann gibt es die Veränderung gegenüber der Komplettsicherung am ersten Tag, dann die Veränderung gegenüber der Sicherung davor und so weiter. Und es hat den Vorteil, dass es dementsprechend weniger Daten kopiert werden, weil ja relativ im Verhältnis zur Volldatensicherung eher weniger Daten verändert werden oder zukopiert werden. Das wäre das sogenannte inkrementelle Backup. Und der Vorteil ist natürlich, dass es sehr rasch geht. Dann kommen wir zum nächsten Bereich, kommen wir zur Planung des Backups. Da sollte man sich dann immer die Frage stellen, wann wird gesichert? Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben zum Beispiel von Tagen gesprochen. Man kann aber auch
die Abstände dann wiederum anders einbauen. Man könnte sagen, an einem Tag, Woche, Monat, und da werden jeweils dann unterschiedliche Datenträger, auf entsprechende Datenträger werden dann Daten kopiert. Wir werden dann gleich bei der sogenannten Backup-Strategie darauf eingehen. Dann muss man sich die Frage stellen, was wird gesichert, also welche Daten werden tatsächlich eben alle immer gesichert. Das wäre diese Volldatensicherung, oder werden eben nur neueste Daten gesichert, wenn man es eben dann, oder Veränderungen, wenn man es von der differenziellen und vom inkrementellen Backup her gesehen haben. Und dann natürlich, worauf wird gesichert? Und das fällt zusammen mit der Frage, welchen Datenträger verwenden wir? Verwenden wir eine Festplatte, speichern wir in einer Cloud und dergleichen mehr? Und wie viele Datenträger vor allem verwenden wir? Wenn ich zum Beispiel nur zwei Datenträger habe und mein Originaldatenträger kaputt geht und dann blöderweise dann auch noch mein Datenträger, auf dem ich das Backup gemacht habe, habe ich ein dementsprechendes Problem, weil dann alle Daten weg sind. Als nächstes kommen wir dann gleich zur sogenannten Backup-Strategie. Sind wir bei der Backup-Strategie, und da geht es dann, möchte ich drei Varianten vorstellen. Das First In, First Out, das Generationenprinzip, auch bekannt als Großvater-Vater-Sohn-Vorgangsweise, und die sogenannten Türme von Hanoi. Ich fange jetzt hier an beim First In, First Out, und das bedeutet, dass man eine Sicherung zum Beispiel auf einem Datenträger stattfindet, auf einer Festplatte. Man fängt dann an, etwas zu speichern, speichert dann wiederum die nächste Person. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen bei einer Volldatenspeicherung. Man speichert es dann und irgendwann wird der Datenträger voll. Und dann würde First In, First Out bedeuten, dass die ältesten Daten, die ich gespeichert habe, also die zum Beispiel vor einem Monat, dann überschrieben werden mit den aktuellen Daten. Das bedeutet, dass die zuerst hineingekommen sind auf die Festplatte, werden auch als erstes wieder dann überschrieben. Und das ist dieses First In, First Out-Prinzip, um zu verhindern praktisch, dass man dann nichts verspeichern kann, weil eben der entsprechende Datenträger voll ist. Dann kommen wir zum sogenannten Generationenprinzip. Wird auch bezeichnet gerne als Großvater-Vater-Sohn-Prinzip. Ich habe das hier jetzt abgebildet an einer 5-Tage-Arbeitswoche, und da benötigt man dann 9 Datenträger. Ich habe das jetzt hier in einer Abbildung dargestellt. Das wäre hier dieses Generationenprinzip. Und ich habe jetzt hier die Einteilung gemacht in einer Arbeitswoche von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Freitag. In 4 Wochen habe ich das dargestellt. Ich mache jetzt eine Tagessicherung, eine Wochensicherung, eine Monatssicherung. Die Tagessicherung wird dann als Sohn bezeichnet, Vater Wochensicherung, Großvater ist die Monatssicherung. Und das läuft jetzt so ab: Am ersten Tag wird eine Tagessicherung durchgeführt auf einem eigenen Datenträger, auf der ersten Festplatte. Dann der Dienstag wird auf der zweiten Festplatte gespeichert. Der dritte Tag, der Mittwoch, wird ebenfalls auf einer Festplatte gespeichert, auf einer eigenen, und der Donnerstag ebenfalls. Dann gibt es die sogenannte Wochensicherung am Freitag, wo dann der Zwischenstand dann wieder auf einer eigenen Festplatte gespeichert wird. Dann am Montag der zweiten Woche wird wiederum auf der ersten Festplatte gespeichert, das ist hier dieses S1 und so weiter, du siehst es hier. Und nur die Wochensicherung erfolgt dann jeweils dann auf einer eigenen Festplatte, auf einem eigenen Datenträger. In der vierten Woche geht es dann weiter. Da findet wieder die übliche Sicherung statt, am Montag auf der ersten Festplatte, Dienstag auf der zweiten, Mittwoch auf der dritten und Donnerstag auf der vierten. Und am Freitag findet dann wiederum die Wochensicherung statt, auf der vierten Festplatte, auf der V4, für V für Vater. Und dann wird ebenfalls dann noch eine Monatssicherung durchgeführt. Wenn ich das auf ein Jahr dann erweitern würde, würden dann für jedes Monat dann unter Umständen eine eigene Festplatte dazukommen. Dementsprechend ist auch hoch der Aufwand an Datenträgern, aber gilt dieses Generationenprinzip dann auch als relativ sicher, was die Datensicherheit dann auch betrifft. Hier habe ich es in der Mindmap nochmal dargestellt. Für die Tagessicherung diese 4 Datenträger, für die Wochensicherung ebenfalls 4 Datenträger, immer am Ende der Arbeitswoche, und die Monatssicherung dann ein Datenträger. Und wenn man das halt dann ausbauen würde aufs ganze Jahr, man würde dann wiederum eigene Festplatten verwenden, bräuchte man dementsprechend viele Datenträger, und man kann relativ gut dann eben eine Ausfallsicherheit dann garantieren. Dann haben wir noch eine sichere Backup-Strategie, sogenannten Türme von Hanoi, die als großen Vorteil haben, dass man weniger Datenträger benötigt. In diesem Beispiel hier habe ich hier 2 Wochen mit 3 Datenträgern abgebildet, und das schaut dann jetzt einmal so aus, dass jeden zweiten Tag der Datenträger A, zur Festplatte A zum Beispiel, verwendet wird, jeden vierten Tag die Festplatte B und jeden achten Tag die Festplatte C. Das würde für den ersten Tag, den Montag, bedeuten, dass man auf der ersten Festplatte sichert, nächsten Tag auf B, und dann beginnt schon wieder dieser Abstand,
Jeden zweiten, da kommt dann A, also wir sehen dann hier am Montag der ersten Woche, am Mittwoch, dann am Freitag der ersten Woche, dann überspringt man wieder. Man fängt ja wieder beim Montag an, dann am Dienstag A und am Donnerstag A. Und jeden vierten Tag ist B, das heißt das erste Mal am Dienstag. Dann praktisch viermal weiter sind wir am Montag dann wieder auf der Festplatte B gespeichert. Und jeden achten Tag würde dann die Festplatte C hereinkommen. Also man sieht schon, man hat hier auch mehrere Festplatten dann, die man dann da verwendet, aber dementsprechend wesentlich weniger Datenträger, als man es dann gewohnt war, hier vom Großvater-Sohn-Prinzip. Ja, ich hoffe, dir die wichtigsten Begriffe hier jetzt vermittelt zu haben. Zum Beispiel diese Volldatensicherung, differenzielle Backup, inkrementelle Backup, was man bei einer Planung des Backups berücksichtigen sollte und dann auch diese bekannten Backup-Strategien First In, First Out, Generationenprinzip und die sogenannten Türme von Hanoi. Danke für deine Aufmerksamkeit.